die Körpersprache, doch ja. Auf den Dates hingegen, die verschränkten Arme, der abgewandte Blick, wütende Mimik, der räumliche Abstand, abwerten und belehrende Sprüche, ey. Das war natürlich nicht. Ja, hallo ihr Lieben, ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und die Lala-Liebe. Und heute mal Nachricht von einer männlich gelesenen Person, wie ihr heute sagt. Und genau, wir gucken mal, sie will uns ihre Dating-Erfahrung erzählen mit einer Frau. Und ihr wisst ja, die Männer, die mir schreiben, ich glaube, die haben alle die gleiche Frau. Ja, häufig dominant, schwierig, scheinen viele Männer zu mögen irgendwie. Letztlich nicht in ihrer Polarität, aber vermute mal, ich habe nur ganz kurz reingeguckt. Aber das Wichtigste ist natürlich, nur noch bis Pfingstmontagabend, also wahrscheinlich leider ist das ja Montag hoch hier, also nur noch bis heute Abend, 25% auf meine Kurse, zum Beispiel den Dating-Kurs oder Polaritätskurse, mit dem Code MYLIEBE. Einfach eingeben und dann kriegt ihr 25% auf alle Online-Kurse. Gut, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Kann sein, dass ich auch nochmal live gehe, Montagabend, aber müsst ihr mal gucken dann. Hallo Christian, vielen Dank für deine großartige Arbeit und hilfreichen Videos. Ich schreibe dir aufgrund meiner derzeit angespannten Beziehungslage. Meine Freundin und ich, beide Mitte 30, kennen uns seit 2 Jahren, sind seit 1,5 Jahren ein Paar. Und wohnen seit einem Jahr zusammen und deshalb bis dato, kann man nicht anders sagen, ein holpriger und steiniger Weg. Ja, ich sage ja immer, sollte einfach sein, ne? Liebe sollte einfach sein und wenn sie schwierig ist und das jetzt nicht nur eine Momentaufnahme ist, dann sollte man sich überlegen, ob man da nicht irgendwie drauf steht, so, ne? Wir haben uns anfangs über Tinder, Aktienkurs im Keller kennengelernt und nach wenig Geschreibe zeitnah unser erstes Date gehabt. Optisch war sie voll mein Typ und ist vermutlich objektiv als sehr hübsch einzuordnen. Ich sage ja immer, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber Hübschheit ohne entsprechende Charaktereigenschaften hat man nichts von. Ne? Vorab, meine Freundin ist eine sehr dominante, here we go, charismatische Persönlichkeit. Boah, ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Charismatisch, ja. Das Video, welches du zu einem Leidensgenossen zu diesem Typ Frau erstellt hattest, gab mir Anlass, meine sehr ähnliche Situation zu schildern. Bereits beim ersten Date in einer Bar sagte sie sehr bestimmt, ohne Vorankündigung, dass an dem Abend schon mal nichts laufen wird. Oh. Ja, nee, ist natürlich völlig okay und heißt oft, na Gott, ich will jetzt nicht keine Verwirrung stiften, aber also ich würde jetzt denken, als Mann, also nicht, dass nicht ein Nein, Nein, es versteht, Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja, also versteht mich da jetzt nicht falsch, aber ich würde denken, oh, da könnte was laufen, weil das ist ja schon in ihrem Kopf, ne? Also normalerweise ist es ja gar nicht im Kopf, du lernst dich irgendwo kennen, ist ja nicht gleich, sondern, oh, das ist schon bei ihr schon im Kopf. Könnte was gehen, so, ne? Aber nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Also Nein ist natürlich ein Nein und hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. So. Ihr gutes Recht, aber es entzog dem Date komplett die Leichtigkeit. Nee, muss es überhaupt nicht. Du kannst komplett leicht bleiben. Du kannst dir selbst denken, boah, das kann übrigens sehr attraktiv sein. Kannst du denken, ja, das wollen wir nochmal sehen. Ob nichts läuft, also nicht, weil du es nicht respektierst, sondern einfach so, weiß ich nicht, wie James Bond, da, der mal denkt, ja, es endet, also eher so manifestierend, ne? Der sich vielleicht denkt, yes, was soll mal jetzt gesagt wird, endet ja eh jeder Abend gleich. Also so eine coole, respektierende, natürlich abwartende Grundhaltung mit so einem gewissen Lächeln im Mundwinkel, kannst du durchaus leicht drauf reagieren, ne? Und zeigst mir früh, dass sie gerne die Kontrolle übernimmt. Ja, ich denke, du weißt ja auch, wie sie es gesagt hat, ne? Ja. Was mich an ihr faszinierte, war ihr großes Interesse für Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung und Steffi Stahl. Ja, also Steffi Stahl ist natürlich, ja,
zu Recht enorm erfolgreich. Ganz viele Menschen interessieren sich für sie. Also nur, dass jemand die Bücher, es gilt übrigens auch, wenn Leute meinen Content konsumieren oder sonst wem Content oder den Content vom Papst oder ich weiß nicht was. Es heißt nicht automatisch, die Person ist jetzt einfach oder so, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Gegenteil heißt, aber ist ja gut, wenn man sich arbeitet. Aber ich wollte nur sagen, jetzt bitte nicht, wenn ihr sowas hört, ach, das wird jetzt total easy oder so. Ich kann mich zumindest an einen aus meiner umfangreichen oder mehr oder weniger umfangreichen Dating-Historie, ich hatte auch mal eine kennengelernt, die ja auch total ist, ne, Kind muss Heimat finden, Buch, rauf und runter. Ich dachte auch damals, ja, ist doch cool, ist doch super. Und ich weiß noch, und dann hatten wir 3 Dates und dann wollte sie mich in die Friendzone stecken. Und da habe ich gesagt, ja, alles klar, aber dann sehen wir uns nie wieder. Und da ist sie komplett ausgerastet. Also ohne Scheiß, komplett ausgerastet, weil ich nicht mit ihr befreundet sein wollte. Weil ich gesagt habe, du, Freunde habe ich genug, brauche ich nicht. Naja. Aber gut, nur mal so aus meinem Leben, kleiner Schnack. Obwohl mir schon erste Zweifel aufkamen. Gut, man weiß es ja nicht, ne? Mein Gott, sie war hot scheinbar. Und naja, sei es mit allem, was soll's, das nehme ich mit, drüber hinweg. Ja, warum auch nicht, ne? Man muss ja nicht gleich mal an heiraten denken. Der hat ja davon ausgegangen, bin mit ihr in ein tiefere Gesprächsthemen eintauchen zu können. Was ich auch bewahrheite. Okay, immerhin. Wir trafen uns weiter, die Themen wurden deeper und beim zweiten und dritten Date wurden wir intim und es kam zum Bettsport. Ja, ich sag ja, das war offensichtlich, bist du sofort durchs Physical, wie ich das immer nenne, also wie bei den Ärzten, das Physical, also den Körpercheck bist du durch. Sie hat, Frauen können das ja Mikrosekunden feststellen, ob sie theoretisch mit einem Mann was anfangen können. Und dann war scheinbar gleich bei ihrem Kopf so, ne? Ja. Ich sah aber ihre grob direkte Art hinweg. Ja, ich grinse mal breit und versuche die Zeit ohne Erwartung zu genießen und das Kennenlernen nicht zu ernst zu nehmen. Aber ja, ist ja alles gut, ne? Soweit, so gut. Im Verlauf der ersten 2 Monate kamen jedoch erste Ungereimtheiten. Ich kam nicht über dieses miese Bauchgefühl hinweg, dass irgendwas nicht stimmte. Zum einen machte sie mir mal kleine Geschenke, organisierte Dates, backte Kuchen für mich. Also du sollst ja auch Dates organisieren, ne? Nicht, dass sie den Mann-Part übernimmt hier, aber klar, kann sie natürlich auch mal machen. Machte charmante, lange Liebesbekundungen auf WhatsApp und wollte mich sehen. Ja, also bis hierhin, ja, können wir noch sagen, kein Mensch ist perfekt. Schauen wir mal. Ich meine, bisher ist dann wirklich nichts passiert, ne? Also kann auch nicht mal sagen, selbst den Spruch kann man eigentlich nicht bringen, weil, ja, hat sie halt einen lustigen Spruch gebracht. Also, ich meine, du weißt, wie sie ist. Vielleicht ist sie so ein bisschen, ist sie dominant? Können wir jetzt hier nicht rauslesen. Aber hier alles okay, außer deinem Bauchgefühl natürlich, ne? Naja. Aber ihre Körpersache, oder meinst du Körpersprache? Ah, die Körpersprache, doch, ja. Auf den Dates hingegen, die verschränkten Arme, der abgewandte Blick, wütende Mimik, der räumliche Abstand, abwerten und belehrende Sprüche, das war natürlich nicht. Und heimliches Nachgeiern an anderen Männern in der Öffentlichkeit. War mir sehr suspekt und ambivalent. Sorry, wenn jemand. Ich meine, du weißt, wir wissen jetzt alle schon, was kommt, denke ich. Aber, also, wenn sozusagen, wenn eine Frau, es gilt natürlich für Männer auch, wenn dein Datepartner sich nicht schafft, auf dich zu konzentrieren, auf den ersten 10 Dates, sag ich mal, ne? Was soll denn daraus werden? Also wenn sie da schon so Aufmerksamkeit, das ist Sache, das ist wieder die gleiche Frau, hast vollkommen recht. Aufmerksamkeitssüchtig, flirrig, sexuell dominant wahrscheinlich. Man denkt so, boah, Jackpot, wie ein Kumpel und eine Frau zusammen und dann stellt sich raus, ja, es gibt nur Probleme, sie braucht ganz viel Bestätigung und mal gucken, was noch kommt. Ja. Also es ist nicht suspekt, sondern es sind eigentlich Dealbreaker, ne? Suspekt und ambivalent ist da viel zu nett, so, ne? Das ist. Sie hingen viel am Handy, ja, Bestätigung, ne? Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung. Und Intimitäten fanden wenig statt während unserer Dates. Schon Krümelbeziehungen, bevor überhaupt irgendwie was losgegangen ist.
So, sie kam mir sehr lustlos und desinteressiert vor. Also, was man hier sieht, ist, dass du schon so eingewickelt bist da, oder hast dich einwickeln lassen. Ich will das ja immer nicht so passiv formulieren. Dass du jetzt schon nicht mehr auf die Idee kommst zu sagen, also was vorher noch so locker war, aber ich meine, ich weiß, wie schnell das gehen kann. Aber es ist letztlich auch eine Liebeschips-Sache, deswegen macht die fucking Kurse, ne? Kauft euch wenigstens Modul 1 mal, ne? Dieses mein Hauptkurs, Umprogrammierungs-Liebeschips, weil das sind alles so Sachen, wo man eigentlich sagen müsste, ey, komm, mach mal, oder man sagt so, okay, bist halt kein Girlfriend-Material, ja, haben wir halt 3x6, scheiß was drauf. Und dann aber auch so unabhängig bleibt, ne? Tust du nicht. Du bist definitiv verknallt hier, ne? Sonst hättest du dich schon längst, oder hast auch zu wenig Grenzen, ne? Muss man halt auch sagen. Weil da ist hier ist nichts zu holen, ne? Aber es ist wie, das ist die Kryptonit-Frau, wie es eben auch die Bad Guys für Frauen Kryptonit sind. Hier volatil, sexy und dann ist man schnell so ein bisschen addicted. Letztlich das Gleiche, auch wenn das zwischen Männern und Frauen durchaus diese interessanten, für mich zumindest interessanten Unterschiede gibt zwischen den Beziehungen, ist letztlich natürlich die gleiche Scheiße. Ne? Ja. So, ich empfand vieles als Kritik, was sie in ihrer direkten Art oft sagte, zum Beispiel, wie ich meinen Haushalt in meiner eigenen Wohnung führe. Oh. Sorry, steht niemand zu auf dem ersten Date. Ne? Ganz ehrlich. Kann man ja irgendwann mal sagen, nach langer Beziehung, aber nee, sorry. Ich entwickelte oftmals Schuldgefühle, deshalb, ja, bist jetzt aber auch schon im People-Pleasing-Mode. Gibt es auch einen Kurs. War eventuell viel zu soft, garantiert. Dass ich hier nicht mal meine Meinung gesagt habe. Selbstbehauptungskurs. Ja, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, fast alles da in meinen Kursen. Sie nahm unterdessen fast jeden Tag was mit ihrem neuen Nachbarn. Oh. Ah. Wo sind deine fucking Standards? Ne? Muss man einfach sagen. Mit dem neuen Nachbarn. Aber ja, wirklich, was hast du denn da gedacht? Die Halma spielen oder das muss man sich überlegen. Wir können jetzt wieder die ganze Zeit auf der Frau rumhacken, bringt gar nichts. Immer der gleiche Ablauf. Warum? Was ist in dir, dass da bleiben wollte, immer noch, obwohl es wirklich so offensichtliche Red Flags gibt, ne? Sag ich als jemand, der die früher auch übersehen hat. Also, ich verstehe es nicht aus, nur das bringt nichts. Mir hat das damals auch am besten getan, als ich mal dann einen Coach gefunden habe, der mir das rechts und links um die Ohren gehauen hat und gesagt hat: Ey, Alter, was. Braucht man gar nicht reden, er braucht ja gar nichts berechnen, dann kann ich den ja 5 Minuten, das hat mir so geholfen damals, so. Kann ich ja 5 Minuten sagen, so und so und so und so, und jetzt alles klar, jetzt renne ich und fertig. Fand ich richtig cool damals. Ja. So, genau, wo bin ich jetzt? Oh, es kommt noch viel Text, was passiert noch alles? Eieieiei. So, welchen sie fast zeitgleich kennengelernt hat. Sie seien nur Kumpels. Da, nur die Kumpels. Yes. Nur Kumpels und stecken unsere Geschlechtsteile zusammen. Aber nur Kumpels. Ja, das glauben wir natürlich. Ist klar. Die berühmten Kumpels. Ja. Vor allem hat der Nachbar bestimmt garantiert auf Kumpelinensuche. Ganz bestimmt. Ja. Ich glaubte kein Wort, aber machte weder Drama noch ließ mich was anmerken. Es gibt auch keinen Grund, Drama zu machen, sondern einfach nur zu sagen, ich übertreibe es immer so ein bisschen zu sagen, sag mal, hackt's bei dir noch und das war's. Also, das ist meiner Ansicht nach die einzig korrekte Reaktion. Also, es bringt nichts, sich da auseinanderzusetzen. Dann bist du so, das ist der toxische Mann und erlaubst mir ja gar nichts. Und einfach zu sagen, komm, mach deinen Kindergarten-Scheiß, ich bin raus und fertig. Ne? Das ist das einzig Sinnvolle. Ne? Kann man eh nicht ändern, ne? So, ich zog meinen Stich zurück und wollte das kennenlernen und Sande verlaufen lassen. Das ist,
Da macht man sich immer was vor. Ich lasse es im Sande verlaufen und dann geht es immer weiter, weil sie will sich ja nicht zwischen dir und dem entscheiden. Sie will einfach 6, 7, 8, 9, 10 Typen parallel laufen lassen, so, ne? Damit sie ganz viel Bestätigung kriegt, weil das ist so, was sie, glaube ich, viel braucht. Und deswegen kann man sich im Sande verlaufen lassen, weil sie lässt sich ja nicht los, so, ne? Und dann denkst du wieder, ach, jetzt liebt sie mich doch und dann ist wieder der Nachbar und dann kommt wahrscheinlich die Krümelbeziehung, kann man, glaube ich, schon drauf wetten. Das machte sie wohl wahnsinnig, ja, haben wir es ja schon, triggerte mich, sie nur noch mehr auf mich zuzukommen. Ja, nur, dann denkt man immer, jetzt hat man was gewonnen, aber kannst ja nichts gewinnen, ne? Ist eigentlich jetzt schon klar, was hier passiert und ja, immer wieder kamen Aussagen wie, dass sie eine 10 von 10 oder ein Männermagnet sei. Also Männermagnet stimmt auf jeden Fall. Für mich gehört zu einer 10 von 10 auch ein loyaler Charakter, den sehe ich hier nicht. Ne? Ganz im Gegenteil. Also das ist, da hast du nichts von. Gar nichts. Gar nichts. Ist ja schon nach 3 Tagen schon mit dem Nachbar unterwegs. Was willst du? Willst du dir deinen Kumpels vorstellen und deinen Eltern? Da hast du nichts von. Ne? Kannst du nicht mal stolz drauf sein, wirklich. Das ist einfach, also sieht bestimmt gut aus und weiß das auch und ja, zieht daraus ihre Bestätigung dann. Ne? Also, das ist ja an sich nicht schlimm, aber ist nicht gewillt. Also, sie opfert alles auf dem Altar der Bestätigung. Ne? Ich zog mich schlicht weiter zurück, weil ich dieses Überhebeln nicht mochte. Ja, das ist auch typischer Aspekt von diesen Kryptonit-Frauen, ja. Ich habe schon früher als kleinster Bruder oft zurückstecken müssen. Ah, damals ja, um meinen Berufsleben angestellt, wodurch mir Durchsetzungsvermögen fehlt und ich vermutlich ein absoluter People-Pleaser bin. Ach, da war es ja schon. Okay. Sie beschreibt sich selbst als Rowdy. Na, das feminine Polarität, ich glaube nicht. Und steht für ihre Interessen und Bedürfnisse immer ein, auch wenn es als egoistisch im Umfeld empfunden wird. Also dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, auch mal egoistisch zu sein und seine Interessen durchzusetzen. Deswegen seid ihr vom Universum her gesehen wieder ein perfektes Match. Du darfst von ihr lernen und sie von dir, aber nicht in der Beziehung. Das kannst du nachher machen. Ich denke definitiv, dass du egoistischer werden müsstest und sie weniger, aber auf sie hast ja keinen Einfluss. Und ja, wie gesagt, es ist nicht schlecht, sich durchsetzen zu können, nur wenn man das nutzt, um so Männer durch die Gegend zu ziehen am Nasenring, ist nicht gut, ne? Es wirkt auf mich im emotionalen Sinne unempathisch. Da haben wir die Unempathie. Hallo, Ring, Ring, Ring. Nächste Red Flag. Leute, wenn euch jemand im frühen Dating-Prozess sagt, er ist unempathisch, er kann ja nichts dafür, weißt du? Aber tschüss, Sikowski Love. Ihr werdet sie nicht, wahrscheinlich hast du auch so ein Retterding an, ich habe alle Männer so ein Retterding. Du wirst sie nicht retten von diesen ganzen Sachen, ne? 100 pro nicht, ne? Kognitiv spürt sie jedoch, wenn es einem Mitmenschen in ihrem Umfeld schlecht geht. Ja, wenn sie will. Das ist ja manchmal auch so selektiv, diese Unempathie, ne? je nachdem, wie es für die eigenen Interessen ist, sag ich mal. Für sie waren die Männer, welche keine Bindung eingehen wollen, immer eine Art Game. Ja, es ist immer, geht immer nur um Gewinnen, Gewinnen, Aufmerksamkeit. Gibt's auch viele Männer, die so ticken, ein bisschen auf eine andere Art, aber nach dem Motto, den knacke ich. Ja, da weißt du doch, wie sie tickt. Ich meine, ein bisschen was davon haben wir alle, aber ja. Ihre Nettigkeiten vermute ich demnach als pures Lovebombing. Daraufhin zog ich mich zurück, was sie womöglich triggerte und noch mehr auf mich zukommen ließ. Sie sagte mal, dass Männer ja so leicht zu manipulieren seien. Ja, will ich nicht mal absprechen. Das sieht so aus. Dazu sei gesagt, dass ihre Eltern eine Art Dynamik vorgelebt haben, in der die Mutter die Hosen anhat und der Vater sich unterordnen musste. Ja, hat sie vielleicht so gelernt, nur was nützt es? Kannst du jetzt einen Haken dran machen? Das Wissen nützt dir aber nichts. Ne? Ist immer dieses Analysieren vom Partner. Ja, ja, das hat sie so gemacht, ja, und jetzt? Ja. Fallen mir nur so schlimme Beispiele ein, die man wahrscheinlich nicht im YouTube-Video sagen kann, aber das ist, wie soll ich mal sagen, was weiß ich, ja, jemand, sagen wir mal, nur 7 Finger und kann nicht vernünftig Klavier spielen und dann weißt du, ah, der hat mal am Sägewerk gearbeitet. Ja, deswegen kann er immer noch nicht, aber vielleicht kann man auch mit 7 Finger Klavier spielen, ich weiß nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Also, das weißt du, warum es so ist, ja, und dann ändert nichts, ne?
Okay, ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber keine Ahnung. Ja, vier Bier für die Männer vom Sägewerk. Ah, ich werde läppisch heute. Okay, machen wir mal weiter. So, mir kam die Befürchtung, dass sie das Bindungsmuster ihrer Eltern. Wen interessiert das? Bist du nicht der Psychologe? Ja, du hast es fast schon gesagt, aber du hast dieses Retterding. Juckt dich nicht, warum sie so ist. Nicht dein, das ist ihr Problem, nicht deins. Ja, du hast deine eigenen Probleme. Warum du die Frau unbedingt daten willst. Wir kamen die Befürchtung, dass das Bindungsmuster ihrer Eltern mit mir unbewusst ausleben wird. Da sie mir auch mitteilte, wie sehr, dass ich sehr wie ihr Vater sei. Also das wäre für mich auch schon Alarmstufe Rot, weil womöglich, wer weiß, was ihr Vater mit ihr gemacht hat. Und dann denke ich immer, also vielleicht hat er sie mal, du weißt schon, was so alles passieren kann. Und dann hat sie diese Übertragung auf dich. Oh, nicht, boah, das wäre für mich schon too much irgendwie alles. Aber gut, vielleicht ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Und das auch nicht so schlimm, ich weiß es nicht. Sie betonte oft, dass sie sehr unabhängig und stark sein muss. Ja, das betonen ja häufig Bindungsvermeider, ne? Was ihre Mutter sie lehrte. Vielleicht hat sie ja immer gesagt, Männer sind schlecht und so. Mein Vater ist schlecht, Männer sind schlecht. Und jetzt denkt sie vielleicht, sie muss Männer Puppen tanzen lassen. Aber wie gesagt, du bist nicht der Psychologe, ist völlig uninteressant, ne? Standards und Dealbreaker, ne? Ich empfand sie mehr als ein Kumpel, da sie sich teils wie ein Mann verhalten hat. Das, was ich genau, was ich eben gesagt habe. Und dann ist sie wahrscheinlich wieder so super sexuell gewesen. Und dadurch in ihre weibliche Polarität womöglich kommen wollte. Vielleicht liegt es auch an meiner oft nicht vorhandenen männlichen Polarität. Fehlende männliche Polarität geht natürlich häufig bei Männern mit People-Pleasing einher. Ne? Ich habe kaum in den Dating-Prozess investiert. Naja, du bist immer noch da. Ne? Blieb aber für sie verfügbar und traf sie weiterhin. Das ist das Entscheidende, weil ich gefühlsmäßig schon verwickelt war. Ja, das können wir uns vorstellen hier. Ich schaffte es nicht umzudrehen. Ich schätze mal, die Liebessucht habe ich bereits gepackt. Sie hat ein Helfersyndrom. Aber wo hilft sie dir denn hier? Hast du nicht das Helfersyndrom? Und mütterliche Eigenschaften, welche bei vielen Menschen in ihrem Umfeld, vor allen Dingen beruflich, zum Vorschein kommen und was die Leute an ihr schätzen. Naja, ich kann in anderen Kontexten ein ganz anderer Mensch sein, aber auch das ist uninteressant. Im Date ist sie jetzt so, ne? Nach 5 Monaten kam von ihr die Beziehungsfrage. Och, fünf? Oh Gott, ist das. Ihr seid doch gar nicht mehr Generation Z und so. Ist das, Leute, ist das normal heutzutage? Ich weiß nicht. Erstmal nach 5 Monaten noch nicht weiß, ob man zusammen ist. Aber glaube nicht, was du wolltest. Auch das allein schon ein Grund, das längst beendet zu haben. So. Ich habe mich trotz Zweifel darauf eingelassen. Mich packten die Neugier und das Bindungsbedürfnis. You're asking for trouble here. Mit Verlauf des Beziehungsjahres kam sie mir mehr wie ein Kumpel, eine Mutter oder Therapeutin statt einer Beziehungspartnerin vor. Therapeutin, okay. Sie sagte oft, dass ich froh sein kann, mit ihr zusammen zu sein und mich glücklich schätzen sollte. Was denn mit dem Nachbarn, würde mich mal interessieren. Wir haben kaum Bettsport, weil sie diesen gerne mal spielerisch verweigert oder sonst nur ihren Vibrator benutzt. Leute, ich kann das nicht mehr. Stell dir mal vor, du willst mit deiner Freundin Bettsport haben und dann holst du ihren riesigen Vibrator raus. Ach nee, lieber Dame. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig mit diesen E-Mails. Bitte, bitte. Nein, alles gut. Ich habe das Gefühl, es geht dir nur darum, nicht allein zu sein. Kann gut sein. Was ist denn mit dem Nachbarn? Würde mich mal interessieren. Die muss doch eigentlich andere Typen so bei am Laufen haben. Kann ich mir nicht vorstellen, Marianne. Zumindest so texting-mäßig. Würde mich mal interessieren, wie ihr Handy so aussieht. Und Sicherheit zu haben. Ja, aber wie wir das, glaube ich, schon in der gestrigen Mail hatten. Ja, einen Typen für die Sicherheit, der am besten noch alles bezahlt und Spaß wahrscheinlich woanders, ne? Weil es ist ja schon Krümelbeziehung hier, ne? Mit der Zeit hat sich aber gebessert und ich habe mehr und mehr den Mund aufgemacht, sehr gut, und gesagt, was mich stört. Super.
Jedoch ist für mich zu viel passiert, als dass ich noch Energie für diese Bindung habe. Ja, das laugt einen total aus, kann ich total verstehen. Sie möchte jetzt Kinder. Alter, bist du wahnsinnig? Nein! Oh. Also wirklich, ich will das, jeder muss selber wissen, ob er Kinder kriegt, aber ich muss sagen, da bricht es jetzt mal aus mir heraus. Alter, mach das nicht, ey. Oh Gott. Ich dreh durch, ey. Und mich plagen Schuldgefühle, weil ich die Bindung zu ihr nicht mehr spüre und gehen möchte. Ja, du darfst gehen. Wirklich, warum? Was ist ja, also, vor allem könnte ich wetten, dass da noch mehr ist, was du gar nicht weißt, irgendwie. Aber ihr seid jetzt schon in einer Krümelbeziehung. Du weißt, dass sie aufmerksamkeitssüchtig ist. Du weißt, dass sie nicht loyal ist. Du weißt, dass sie dich so als, wie soll ich mal sagen, als Brieftasche möchte und dann noch ihre Kinder großziehen und während sie da womöglich mit anderen Typen was anfängt, Leute, ey. Ich kann dir nur raten, erstmal von Mann zu Mann, wirklich. Safer Sex, zieh dir eine Tüte drüber, also wirklich da, weil da, ich würde ja, weiß ich nicht, nicht, dass du auf einmal so denkst, ja, sind ja am Ende vom Zyklus und auf einmal ist die Mitte vom Zyklus, also ich will nichts unterstellen, aber pass bloß auf, du, wirklich, Also da ist es, vielleicht liege ich da falsch, kannst du gerne in den Kommentar schreiben, absolute Alarmstufe rot, wirklich, ey, bam, 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 bam. Alter, ich werd verrückt, ey. Ach, du Scheiße, ey. Mach das nicht, ey, wirklich, ey. Boah, das kann und ich denke, es wird noch viel schlimmer werden und vor allem, du willst es ja selber nicht mehr. Also, jetzt pack deinen People-Pleaser ein und geh, wirklich. Es gibt 4 Milliarden Frauen, ey. Wirklich, das braucht kein Mensch, ey. Es reicht einfach nicht. Nur, dass sie jetzt ein bisschen, dass sie es ein bisschen beruhigt hat. Du jetzt endgültig in der Kumpelschiene bist. Sie sich sexuell nicht öffnen kann. Also mit dem Ganzen, was vorher war. Alter, ey, nee. Naja, könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt in den Kommentaren. Und, also da kommt noch eine Frage. Kannst du mir Ratschlag geben? Ja, haben es heute mal ein bisschen anders gemacht. Ich hoffe, ich war direkt genug. Ich habe, also falls ihr mal denkt, ich bin zu streng, ich habe so viel Scheiße gebaut in meinem Leben, wirklich, das geht auf keine Kuhhaut. Und mir haben die strengsten Ratgeber immer am besten geholfen. Nicht so, was denn, aha, okay, jetzt hat sie dich wieder schlecht behandelt, aber du willst immer noch da bleiben. Nee, also das ist right in the face. Und also man sieht ja die halbe, also nicht nur die halbe, die meisten Menschen tacken sich durch so einen Scheiß, die das gar nicht haben, das ist die Minderheit. Und es ist ein ewiges Aufeinandertreffen von Plus- und Minuspolen. Lass uns den Scheiß beenden, wirklich. Ey. Du gehst deiner Wege, sie geht hier seiner, ihrer Wege, kann ja jeder machen, was er will. Aber sie, also wirklich, ich glaube nicht, dass du mit dir ein Kind haben willst. Also, sage ich jetzt mal so ganz direktiv. Aber es ist dein Leben letztlich natürlich. Ne? Davor habe ich immer Respekt. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse, nutze noch die letzten Stunden den 25% Goodbye, Liebe. Und in sonstigen Fragen hat, könnt ihr ein Formular auf liebesche.de immer loswerden. Habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Ich übersetze gerade den Liebescoach auf Englisch, mein erstes Buch. Aber gut. Ich meine, die Leute, die Deutsch können, die das jetzt hier hören, und wahrscheinlich schon, wenn es sie interessiert, das Deutsche, aber whatever. Vielleicht mal was für eure Freunde und so, englischsprachigen. Und ja, wir sehen uns bald wieder.